Manchmal, wenn meine Frau vom Metzger heimkommt, bringen sie mir einen leckeren Kochkäse mit. Und dann sagen sie mir, der ist so gut, das ist der beste Kochkäse. Da habe ich mich gedacht, Kochkäse? Ich werde es jetzt einmal selber machen und werde sie damit überraschen. Ich bringe auch meine Schwiegermutter ein Gläsler. Guckt einmal, ich habe da schon warmes Wasser in ein Gläser gefüllt. Ja? Jetzt muss ich nur noch den Kochkäse machen. Und dafür hole ich Harze. Ja? Das stimmt richtig. Dann Butter, Schmelzkäse, Kümmel, saure Sahne, Kaffeesahne, ja, Kondensmilch, ein wenig Salz, Pfeffer. Vielleicht tue ich noch ein wenig Chili noch, das weiß ich noch nicht. Ein Topf, mein Seidler Bier zum Trinken und ich fange jetzt an. Hallo bei Holgers Grillen. Warum ist doch egal, ich bin dagegen. Auch wenn es euch nicht schmeckt, ich nenne es Freiheit. Ihr nennt das Mangel an Respekt. Bitte verstehen, mein Verhalten als Zeichen der Ablehnung, der ich euch gegenüberstehe. So, die Kondensmilch, die kommt jetzt als erstes rein den großen Töpfler. Dann schneide ich den Harze in schöner kleiner Stückler, damit er dann schnelle auf dem Grill im Topf schmilzt, ja. Ja, ich habe gerade mal ein paar Stückler probiert. So, jetzt ist da drin die Milch und der Harze. Jetzt kommt noch die Butter dazu. Ja. Und der Casto, der Sahneschmelzkäse. Den tun wir da auch noch mit rein. So, ausgepackt habe ich noch. Hauen wir noch mit rein den Schmelzkäse. Ja. Gleich ein bisschen Salz. Nicht so viel, gell? Erst einmal nur ein bisschen. Ein Pfeffer. Und ein kleiner Schuss Chili. So. Okay. Das Ganze bringen wir jetzt zum Schmelzen, ja? Schön auf den Grill. Dauert ein bisschen. Ja, das wird schon langsam. Ja. Jawohl. Da muss man immer schön dabei bleiben, ja? Immer schön rumrühren. Und jetzt kommt langsam der Punkt, wo es schmilzt, ja? Der Käse, die Butter. Ja, soll sich ja alles schön vermischen. Schön flüssig werden. Ja, so langsam wird es flüssig. Hervorragend, schaut mal. Jo. Ja, immer schön rumrühren. Wenn es jetzt dann schön flüssig ist, tue ich jetzt ein bisschen etwa ein Teelöffel, gar ein wenig mehr sei oder ein wenig weniger, das ist Geschmackssache, ja. Ein wenig Kümmel mit rein, so. Dann brauchen wir noch die saure Sahne. So. Und dann wird weitergerührt. Jetzt kommt das Natron noch ins Spiel und das sorgt dafür, dass der Käse auch flüssig bleibt. Ja, da nehme ich jetzt auch einen guten Teelöffel. So. Weil das schäumt jetzt gleich auf, ja. Normalerweise also. Ja, kommt schon. Sicher nimmt man einen größeren Topf, ja, weil es jetzt richtig aufflubbt. Geht jetzt richtig hinauf. Jawohl. Ja. Und dann ist der schon fertig. Schaut schon mal, wie schön fluffig
Wie locker. Wie cremig. So. Oh, schmeckt der geil. Also durch das Natron hat sich jetzt das Ganze verfünffacht oder so. Ja. Also ich schätze, ich habe jetzt Käse für 2 Monate. Ja. Wir werden die nächste Zeit viel Käse essen. So, jawohl. Dann schalten wir aus und füllen es ab. Na. Ja, jetzt kommt die Arbeit. Ja, jetzt füllen wir das alles schön ab. Ich glaube, ich brauche viel mehr Gläser. Ja, auf jeden Fall. So, nach den Gläsler, da geht fei ganz schön was rein. Fei echt, ich habe sogar jetzt noch eins übrig. Das hätte ich nie gedacht. So, jetzt schieben wir das einmal weg. Ja. Immer Delle. Ein schöner Brotzeit. Jawohl. Kratzen das noch ein wenig raus, was wir da haben. Ja, so muss das sein. So, dann schmieren wir uns das schön auf dem Brot. Noch schön warm, der Käse. Also hat echt Spaß gemacht. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder bei Holger Grill. Ich hoffe, ihr seid dabei. Und so, tschüss. Servus. Euer Holger.